Als sich die 17-jährige Lena Nüßlein heute in der Schultoilette frisch macht, gerät sie in eine äußerst unangenehme Situation. Die Oberstufenschülerin ahnt nämlich noch nichts von den schlimmen Gerüchten, die sich hinter ihrem Rücken verbreitet haben und nicht mehr aufzuhalten sind. Hey, Kevin, das ist das Mädchenklo. Hey, nicht so laut, wir wollen doch nicht gestört werden. Geht's noch bei dir? Verpiss dich jetzt sofort. Jetzt komm mal runter, ich kann noch zahlen. Ich hab jetzt nur nicht mehr einstecken. Was krieg ich denn bei dir so für ein Zwanni? Pack sofort deine Pfoten da weg! Was ist denn los, Lena? Kannst du es dir leisten, wählerisch zu sein? Bist du jetzt dicht oder was? Komm jetzt. Jetzt. Jeder weiß doch, dass es für Kohle macht. Stell dir nicht so an. Du bist so ein Spast, ey. Dagmar Nüßlein besitzt einen kleinen Friseursalon im Dorf. Der heutige Arbeitstag wird für Lenas Mutter zum Albtraum. Passt alles? Ja, ist ganz schön geworden, danke. Was kriegst du denn? 40 Euro wären es dann bitte. Was? 40 Euro? Ganz schön teuer geworden. Ja, anders geht's leider nicht mehr. Wir mussten die Preise ein wenig anheben. Ach, als ob ihr das noch nötig hättet. Was soll das denn bitte heißen? Stimmt, eigentlich müsste das Geld ja nur so sprudeln bei der Familie Nüßlein. Ja, oder bringt die Kleine nicht genug nach Hause? Wovon redet ihr bitte? Och, Dagmar, das weiß doch mittlerweile der ganze Landkreis, dass eure kleine Lena für Geld die Beine breit macht. Sag mal, wie redet ihr denn über meine Tochter? Ach komm, du und der Hans, ihr haltet doch gerne mal die Hand, auch wenn es hier im Salon nicht richtig läuft. Jetzt reicht's aber. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch einen Mist von euch zu geben? Wie kommt ihr auf sowas? Wir haben unsere Quellen. Ihr habt eure Quellen. Nur weil eure Männer Dauerkarten im Puff haben, braucht ihr noch lange nicht von euch auf andere zu schließen. Es gibt doch noch anständige Leute hier. Ich höre wohl schlecht. Also, komm, Caro, das brauchen wir uns nicht bieten lassen. Sollen sie doch ihre läppischen Euro für das bisschen Haare schneiden haben. Komm, Carolina. Also, nichts da, behaltet euer Geld. Ach, komm. Schatz, geht's dir gut? Hans. Troubles of life floating away like a bird of flight. Lena will den fiesen Übergriff ihres Mitschülers so schnell wie möglich vergessen. Als die 17-Jährige am Mittag von der Schule nach Hause kommt, wird sie bereits von ihren Eltern mit ernsten Mienen erwartet. Hi. Alles okay? Du müsstest jetzt nicht eigentlich im Friseursalon sein? Es kommt doch eh kaum noch wer. Und jetzt erst recht nicht. Wie jetzt? Was ist denn jetzt? Im Dorf gibt's so Gerüchte. Die Weiber, die kennst du ja. Die erzählen, dass du mit Männern, also für Geld. Dass ich eine Nutte bin? Ja, oder so ähnlich. Weiß ich auch nicht genau. Ist doch Quatsch, oder? Ja, natürlich ist das Quatsch. Nur hat der Kevin heute auch schon so... Was? Er hat mich gepackt und mir Geld angeboten. Halt so komische Andeutungen gemacht. Ja, und du hast keine Ahnung, wo das jetzt auf einmal herkommt? Nee, natürlich nicht. Ganz ehrlich, ich schon. Hä, Mama? Guck doch mal, wie du in letzter Zeit rumläufst. Boah, du glaubst jetzt aber nicht ernsthaft diesen dämlichen Dorftratsch-Tanten. Das nicht, aber du hast dich verändert, Lena. Und wir wissen oft nicht, wo du dich rumtreibst. Und wo kommen die ganzen neuen Sachen her? Das Handy, die Ohrringe. Ganz ehrlich, nur weil ihr chronisch pleite seid, andere Leute können mit Geld umgehen. Du hast noch nie gearbeitet und du willst uns was von Geld erzählen? Das ist Frau Breitner vom... Vom Jugendamt. Guten Tag. Vom Jugendamt? Wir haben einen anonymen Hinweis erhalten, dass sich Ihre Tochter Lena prostituieren soll. Das gibt's doch gar nicht. Nur weil diese Dorfkrähen jetzt nicht anderes zu tun haben, als zu lästern. Echt, das ist totaler Blödsinn. Trotzdem müssen wir das natürlich sehr ernst nehmen und der Sache nachgehen. Sollte sich herausstellen, dass das Kindeswohl gefährdet ist, dürfen wir uns nicht nachsagen lassen, weggeschaut zu haben. Das verstehen Sie sicher.
Hallo, ich bin hier direkt neben Ihnen. Und ich kann Ihnen versichern, dass mein Kindeswohl nicht gefährdet ist. Das reicht. Ich rufe jetzt unsere Anwältin an. Benita Brückner trifft sich mit der Familie in Dagmars Friseursalon und klärt sie über die rechtliche Situation auf. Wer auch immer so etwas behauptet, macht sich entweder der Verleumdung oder der üblen Nachrede strafbar. Je nachdem, ob er weiß, dass das nicht stimmt, was er behauptet, oder selber daran glaubt. Tja, aber was können wir dagegen machen? Sie könnten natürlich Strafanzeige erstatten, aber wir sollten erst mal rausfinden, wer hinter dem Gerücht tatsächlich steckt. Ansonsten verläuft das Verfahren gleich im Sande. Sagen Sie, haben Sie irgendwelche Probleme mit vielleicht irgendwelchen konkurrierenden Salons? Liegen Sie mit irgendjemandem Clinch oder so? Also so spontan? Nee. Wir sind der einzige Salon hier im Dorf. Ja, auf jeden Fall würde ich dir raten, dich mit deiner Schulleitung in Verbindung zu setzen, wegen diesem Kevin. Dass der dich da auf der Schultoilette da einfach bedrängt hat, das würde ich mir nicht einfach so gefallen lassen. Ja, der ist halt ein Vollidiot. Damit komme ich klar. Nur halt, dass jeder behauptet, ich wäre eine Nutte, das muss wirklich aufhören. Die vom Jugendamt, können die uns gefährlich werden? Ja, also wenn die zu dem eindeutigen Schluss kommen sollten, dass Lenas Wohl in Gefahr ist, dann könnten sie schon dafür sorgen, dass sie entweder in eine betreute WG oder sogar zu Pflegeeltern kommen. Die können uns Lena wegnehmen? Ja, wenn an den Gerüchten nichts dran ist, besteht ja keine Veranlassung dazu. Und es ist doch nichts dran, oder? Ja, natürlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer so einen Scheiß überhaupt erzählt. Hast du denn Streit mit irgendjemandem? Nee. Also, nee, kein Schimmer. Naja, also wenn Ihnen irgendjemand einfällt, dem Sie so etwas zutrauen würden, dann geben Sie mir bitte sofort Bescheid. Ich werde mich jetzt erstmal an Frau Breitner vom Jugendamt wenden. Die wird mir zwar nicht viel sagen wollen, aber ein Versuch ist es trotzdem wert. Okay, vielen Dank, Frau Brückner. Ich bringe Sie noch zu. Keine Ursache. Sie hören von mir, ja? Na gut, ich muss dann auch mal los. Moment mal. Wo willst du denn jetzt hin? Du bist ständig unterwegs und wir wissen nicht wo. Lass mich los. Hättest du nur, weil irgend so ein Idiot in dem Kaff hier sich langweilt und Gerüchte über mich verbreitet, heißt es noch lange nicht, dass ihr hier eine Überwachung stattmachen müsst. Lena! Um herauszufinden, wer die Gerüchte über sie gestreut hat, macht sich Lena auf den Weg zum Schulsportplatz und trifft dort, wie erhofft, Mitschüler Kevin an. Hey, Lena ist in meiner Klasse. Ich war schon immer geil auf die, weißt du? Und jetzt spare ich ein bisschen, dann lege ich sie flach. Kevin, was laberst du wieder für einen Scheiß? Hey, hast du es dir anders überlegt? So ein Zwanni ist schon gut verdientes Geld, oder? Hör zu, du Penne, ich bin nicht käuflich. Und hör auf, diesen Scheiß überall rumzuerzählen. Oh, ganz ruhig. Ich verstehe ja, dass du nicht willst, dass es die Runde macht. Aber ich habe es wirklich aus sicherer Quelle erfahren. Ist mit Sicherheit einiges wert. Sag halt mal den Preis. Wer? Von wem hast du diesen Scheiß gehört? Herr Wachter. Hey, hey. Die ist total durchgedreht. Die hat mich einfach gepackt. Ich hau ab. Kevin, bleib hier. Lena, was sollte das? Kevin! Was war das denn? Ist alles in Ordnung. Wie, es ist alles okay? Kevin! Lena, was ist denn los? Ich habe deine Nachricht gerade erst bekommen. Ich lasse euch besser alleine. Scheiße, Mann, ich muss dir so viel erzählen. Ich war gerade beim Jugendamt. Die Person, die den Hinweis auf Lenas angebliche Tätigkeit abgegeben hat, wollte leider anonym bleiben. Aber es wurde deutlich, wie ernst das Jugendamt die Sache nimmt. Umso wichtiger ist es, dem Gerücht auf den Grund zu gehen und es zu entkräften. Am frühen Abend macht Hans die Buchhaltung für den Friseursalon seiner Frau. Die Zahlen machen den 46-Jährigen gar nicht glücklich und eine Besserung ist offenbar nicht in Sicht. Jetzt rate mal, wie viele Kunden heute noch im Salon waren. Kein einziger. Das ist gar nicht gut. Wenn wir uns nicht massiv steigern bis zum Monatsende, dann sieht es zappenduster aus. Aber wie sollen wir uns denn steigern? Vielleicht sollten wir mehr zusammenarbeiten. Ich meine, zusammenhalten als Familie. Wie meinst du das? Ich habe so das Gefühl, dass du das glaubst, was im Dorf erzählt wird über Lena. Also ganz ehrlich, du weißt genauso wenig wie ich, wo Lena das Geld für das Handy her hat. Oder wo sie sich bis spät in die Nacht rumtreibt. Oder wo sie jetzt gerade ist. Ja, aber vielleicht hilft das, wenn wir mal in Ruhe mit ihr reden.
Als ob ich das nicht schon 100 Mal versucht hätte. Die macht dich deine Tochter, die sagt kein Wort. Aber vielleicht gibt's auch gar nichts zu sagen. Doch. Irgendwas verschweigt sie uns und das weißt du auch. Kinder verschweigen doch immer irgendetwas. Deswegen gehen sie nicht gleich auf den Strich. Es will uns jemand schaden. Es will jemand den Salon schaden. Und uns als Familie. Und wenn wir jetzt nicht absolut hinter unserer Tochter stehen, dann schaffen die das. Moment. Ja, hallo, Nüsslein hier? Was? Was soll der Mist? Wer war das denn? Irgend so ein junger Bursche und Gekicher im Hintergrund. Und dann hat er gefragt, wie es bei mir als Puffmutter so läuft und hat aufgelegt. Dagmar will ihre Tochter besser im Auge behalten und sie gleichzeitig vor dem Getratsche der Dorfgemeinschaft schützen. Darum will sie Lena auch am nächsten Morgen zur Schule fahren. Los, Beeilung jetzt. Hast du mal auf die Uhr geschaut? Ich habe noch voll viel Zeit. Willst du dich in den Bus quetschen oder soll ich dich an der Schule absetzen? Wie, du fährst mich? Ja, ich habe gleich noch mit Frau Brückner einen Termin im Salon und dann kann ich dich auch an der Schule absetzen. Okay, super. Dann bin ich gleich unten. Oh, Beeilung, ja? Dagmar und die Anwältin treffen zusammen am Salon ein. Nicht ahnend, dass dort schon die nächste böse Überraschung wartet. Eigentlich hatte ich ja gedacht, dass ihr Mann bei dem Gespräch dabei sein würde. Ja, Hans lässt sich entschuldigen. Er hat noch einen Termin bei der Bank. Ich verstehe. Frau Brückner, das mit dem Anruf, das hatte ich Ihnen ja schon erzählt. Aber ich fürchte, das mit den Gerüchten, das wird von alleine nicht aufhören. Was können wir denn da tun? Ja, gut, dass ich beim Jugendamt auf Granit beißen würde, das hatte ich ja schon geahnt. Aber wir werden auf jeden Fall trotzdem rauskriegen, wer diese Gerüchte über ihre Tochter verbreitet hat. Diese beiden Kundinnen zum Beispiel, die in ihrem Salon damit angefangen haben. Wie heißen die nochmal? Carolina Umberto und Adelheid Renner. Ja, die müssen es ja irgendwoher haben. Haben Sie die Telefonnummern oder Adressdaten von den beiden? Ja, sicher, drin. Was ist das denn? Blasen 50 Euro? 600 Euro? Wer hat das denn da hingeschrieben? Erst bleiben uns die Kunden weg, dann wird man von irgendwelchen Rotzlümmeln am Telefon beschimpft und jetzt schmieren die hier auch noch rum. Ganz ruhig, Frau Nüsslein. Versprechen, wir werden das alles aufklären. Als liefe es nicht schon schlecht genug. Das hat uns Lena eingebrockt. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen widerspreche, aber genau genommen ist doch eigentlich Ihre Tochter hier das Opfer. Halten Sie es wirklich für möglich, dass Lena als Prostituierte arbeitet? Ich weiß einfach schon länger nicht mehr, was mit Lena los ist. Und jetzt liefert mir jemand Erklärungen. Antworten auf die Fragen, auf die Lena schon lange nicht mehr antwortet. Frau Nüsslein, ich bin mir relativ sicher, dass es auch noch andere Erklärungen dafür gibt. Lassen Sie uns reingehen und Sie geben mir die Telefonnummern von den beiden Kundinnen, ja? Aber die treffen Sie jetzt sicher beim Gemeindezentrum an. Die haben dort ihr Landfrauentreffen. Das geht bis 2:30. Okay. Für die 17-jährige Lena wird der Schultag zum Spießrutenlauf. Ihre Mitschüler lassen keine Gelegenheit aus, Späße auf ihre Kosten zu machen. Safety first. Oh, wie behindert kann man eigentlich sein? Alter, die ist echt mal krass drauf, ey. Pass auf, was du sagst, Kev. Aha, die Lena, allzeit bereit, oder? Okay, wer von den Vollpfosten war das? Naja, du siehst ja, dass wir gerade reinkommen. Und was hast du da? Nichts, nur so eine Dating-App, keine Ahnung. Klappt irgendwie ganz gut mit den Mädels. Versuchst du mich gerade eifersüchtig zu machen? Wie verzweifelt bist du eigentlich? Hä? Mann, Pascal, wir sind kein Paar mehr. Check das mal. Ist doch klar.
Bei so einem armen Schlucker wie dir kannst du rein von der Kohle her überhaupt nicht mithalten. Du bist so ein Spast. Mann, Lotz, halt du doch einfach mal die Klappe, ey. Dich fasst doch auch für eine Million kein Mädchen an, oder? Oho. Boah, Lena, was gibst du dich überhaupt mit denen ab? Lass sie doch einfach. Ja, hast ja recht. Kommst du nach der Schule noch mit zu mir? Lena, sorry, ich wollte dich nicht verletzen oder so. Kevin ist halt ein Idiot, du kennst ihn ja. Ist gut, verzieh dich einfach. Nach Schulschluss geht Lena mit zu ihrer besten Freundin Karina nach Hause. Hier sind die Mädchen ungestört und können über alles reden. Du weißt echt nicht, was für ein Glück du hast in deiner eigenen Bude. Ich meine, weit und breit ist echt niemand, der einen stresst. Ja, oder jemand, der dir sagt, dass Chips gar kein richtiges Mittagessen sind. Hier. Das sind unsere besten Tage, unsere größte Zeit. Unsere Schwachköpfe, echt. Ich habe jetzt zwar kein Wort verstanden, aber du sagst es. Was willst du jetzt heute noch machen? Karina, ich traue mich ja schon gar nicht mehr richtig vor die Tür. Das ist es nicht dein Ernst, oder? Naja, ich meine, wenn ich rausgehe, dann glotzen mich alle nur doof an. Oder besser noch, sie fragen, wie viel ich koste. Ach, Leni, du darfst es doch nicht so an dich ranlassen. Ignoriere das doch einfach. Ich glaube, das hört dann von allein wieder auf. Ja, aber wo kommt das Ganze auf einmal her? Ich meine, was hatte Pascal auf seinem Handy? Ja, eine Dating-App, oder? Ja, sicher nicht. Der Typ konnte noch nie besonders gut lügen. Weißt du was, dann scheiß doch einfach auf den. Ja, weißt du, im Moment ist es ja nicht nur er, es ist einfach alles. Sogar meine Mutter fängt damit an. Ja, okay, aber dann... Ja, was dann? Du weißt genauso gut wie ich, dass ich es niemandem erzählen kann. Habe ich schon gesagt, dass gestern eine vom Jugendamt da war? Leni, dann ist es wirklich ernst. Dann solltest du dir doch vielleicht noch mal überlegen, ob du nicht die Wahrheit sagst. Du meinst meinen Eltern alles rüber am Auftischen. Ja, aber ich meine, es ist immer noch besser, als vom Jugendamt irgendwo hingesteckt zu werden, oder? Du weißt ganz genau, ich kann es niemandem erzählen, außer dir. Bei den Landfrauen ist Lena das Gesprächsthema Nummer 1.